In diesem Video gehen wir auf die Sortierfunktion innerhalb der GS-Vereinssoftware ein. Oben links können Sie vorgeben, nach welcher Spalte die aktuelle Ansicht sortiert werden soll. Zum Beispiel nach Name, Mitgliedsnummer oder Postleitzahl. Sie können jedoch auch eigene Sortierungen anlegen. Um eigene Sortierungen anzulegen, begeben Sie sich in den Menüpunkt Ansicht, Sortierung, eigene Sortierung festlegen. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, aus allen bestehenden Datenbankfeldern zu wählen. Wollen Sie zum Beispiel eine Sortierung nach der Straße, wählen Sie sich die Straße aus den verfügbaren Feldern, übernehmen diese in die Sortierfelder und geben ihr die höchste Priorität. Die Sortierung erfolgt anhand aller Sortierfelder. Über die Priorisierung definieren Sie, nach welcher Spalte zunächst sortiert werden soll. Sollten mehrere Mitglieder innerhalb dieser Spalte gleiche Einträge haben, erfolgt die Sortierung anhand des nächsten definierten Sortierfeldes, in unserem Fall Austrittsdatum. Wenn wir nun diesen Index anlegen und aktualisieren, haben wir unsere eigene Sortierung anhand des Feldes Straßes festgelegt. Wie wir sehen, ist die Mitgliederliste nun alphabetisch nach der Straße sortiert.